Im Februar 2022 wurde ein Operator-Rework vorgestellt, welches bis heute nicht veröffentlicht wurde, und zwar für Thatcher. Die EMP-Granaten sollten insoweit verändert werden, dass sie über mehrere Stufen verfügen, ähnlich wie man das bereits von Ying's Candlers kennt. Aus diesem Grund wurde sie auch für den Prototypen verwendet, den ihr hier gerade seht. Je länger man die Granate kocht, desto stärker wäre der EMP-Effekt. Dies soll vor allem das Spam von EMP-Granaten abschwächen, wenn man beispielsweise verhindern möchte, dass eine Verstärkung durch Kaid getriggert wird, weil er die ganze Zeit zwischen seinen zwei Krallen hin und her wechselt. Wirft man normalerweise zwei EMP-Granaten hintereinander. Das wäre jetzt nicht mehr so einfach, weil die Zeit bis zur zweiten Granate nicht ausreichen würde, um diese voll aufzuladen und man wegen der geringeren Reichweite die Krallen eventuell nicht erwischt. Das gleiche gilt, wenn man kurz vorm Push drei EMP-Granaten in alle möglichen Richtungen wirft. Man würde nicht mehr so viele Gadgets wie früher ausschalten. Allerdings war dies das einzige Mal, dass Ubisoft über das Thatcher Rework gesprochen hat. Danach herrschte Funkstille, wo ich mir erstmal nichts bei gedacht habe. Das ist jetzt bei Ubisoft nichts komplett Neues. Neben dem Thatcher Rework wurde nämlich ebenso ein Zero-Buff vorgestellt, welcher ein Jahr benötigt hat, bis dieser endlich veröffentlicht wurde. Und bei dem gab es zwischenzeitlich auch keine neuen Infos. Bloß ist dieser halt dann doch irgendwann veröffentlicht worden, was man über das Thatcher Rework nicht sagen kann. Dessen Ankündigung ist nun 2,5 Jahre her. Bei dem braucht man aktuell nicht damit rechnen, dass der auf einmal beim nächsten Mid-Season-Patch dabei sein wird. Warum wurde denn überhaupt ein Thatcher Rework angekündigt? Seine damalige Pickrate und ganz besonders seine Bunrate war unfassbar hoch. Im Ranked auf PC wurde er in 86% aller Matches gebannt und in den Runden, in denen er erlaubt war, lag die Pickrate weiterhin bei 45%. Das waren absolute Top-Werte. Die Meta war deutlich Gadget-fokussierter. Viele Verteidiger spielten auf Power-Positions, welche zum Beispiel mit Jägers ADS oder einer Vamai-Disc geschützt wurde, was für Thatcher allerdings kein großes Problem darstellte. Der hat den Kram kurz mit seiner EMP deaktiviert und dann konnte einer der Mitspieler mit einer normalen Granate den Rest erledigen. Mit Thatcher ließen sich also viele Standardverteidigungen ziemlich leicht brechen. Darüber hinaus wollte Ubisoft für mehr Tiefgang sorgen. Bisher ist Thatchers Skill Cap sehr gering. Die Granaten lassen sich ohne Risiko weit werfen und haben immer die volle Wirkungspower. Viel lernen muss man bei dem nicht. Grundsätzlich klingt das erstmal nach keinem absolut bescheuerten Ansatz. Woran könnte es denn liegen, dass dieser trotzdem gescheitert ist bzw. verworfen wurde? Siege entwickelt sich konstant weiter. Es kommen neue Operator sowie Maps hinzu, alte Maps werden überarbeitet, bisherige Operator werden verbessert oder verschlechtert, die Meta befindet sich im stetigen Wandel und plötzlich gibt es eine Team Deathmatch-Meta, in der Verteidiger deutlich dynamischer spielen und sich nicht mehr auf ihre Power-Positions verlassen. Statt einem Setup aus einem platzierbaren Schild, zwei Jäger-ADS und einem Smoke dahinter, läuft nun Azami herum, die ihre Barriers eher reaktiv einsetzt. Dazu haben sich ebenso die Möglichkeiten auf der Angreiferseite geändert, indem neue Alternativen hinzukamen, wie unter anderem Brava und ganz besonders die Mini-EMPs. Die gab es vor 2,5 Jahren nämlich noch nicht. Ein Thatcher-Bann hat also längst nicht mehr die Wirkung wie früher. Des Weiteren sollte man neue Konter wie zum Beispiel Tubarao erwähnen. Der wurde zwar erst letztes Jahr veröffentlicht, doch in der Regel werden neue Operator weit im Voraus geplant und mit ihm lässt sich der Nutzen von EMP-Granaten verzögern, indem man selber die elektronischen Gadgets der Angreifer pausiert. An Thatcher selbst wurde in dem Zeitraum eigentlich kaum was getan. Der ist nun ein One-Speed-Operator, aber das war's dann auch. Und trotzdem ist seine Bunrate von 86 auf 36% gefallen und seine Pickrate von 45 auf 25%. Da sind andere Operator mittlerweile problematischer. Dokubi sehen wir regelmäßig gebannt. 2022 lag ihre Bunrate dagegen noch bei 0 oder vielleicht 1%. Was man jedoch neben der Notwendigkeit des Reworks ebenfalls ansprechen sollte, ist das seltsame Design. Gerade im Vergleich zu Ying. Bei Ying sind alle Aufladestufen relevant. Ich kann sofort nachvollziehen, warum das jemand so designt und warum es manchmal praktischer ist, dass die Candela sofort auslöst
oder dass sie lieber noch ein paar Meter weiterrollt. Beim Thatcher Rework wäre dagegen die voll aufgeladene EMP immer am besten. Ich sehe keinen Grund, warum das überhaupt jemand so gestalten sollte und nicht stattdessen wie bisher ausschließlich die stärkste Explosion bereitstellt. Das Stufensystem erfüllt keinen Zweck. Und eine EMP bekommt ja nicht mehr Wumms, nur weil ich sie länger in der Hand behalte. Hier wurde rein aufs Balancing geachtet und nicht, ob dies auch logisch ist. Gut, wie logisch oder realistisch EMP-Granaten generell sind, ist eh nochmal ein eigenes Thema. Trotzdem finde ich das Design des Reworks nicht gut gelöst. Da hätte man vielleicht lieber etwas machen sollen wie, wenn man die Granate lange kocht, gibt es eine große Explosion, die nicht allzu lange wirkt. Wenn man sie dagegen sofort schmeißt, wäre das genau andersherum. Die Reichweite ist geringer, dafür dauert der Effekt länger an. Beide Varianten hätten also ihre Vor- und Nachteile. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich das gerne so hätte, sondern dient lediglich zur Erklärung, wirkt insgesamt nachvollziehbarer. Zum Schluss bleibt nur noch die Frage übrig, wie sieht das in der Zukunft aus? Könnte das Rework irgendwann wieder relevant werden? Ausschließen kann man das natürlich nie. In dieser Form halte ich das allerdings für sehr unwahrscheinlich. Das Design ist seltsam, es gibt mittlerweile einige Alternativen sowie Konter und der Bedarf ist nicht mehr vorhanden. Da spart man sich den Aufwand lieber und investiert die Zeit woanders. Aus meiner Sicht müssen sie aktuell erstmal nichts an Thatcher ändern, nicht jedes Gadget muss super komplex sein. Klar, sobald wir uns die meistgebannten Angreifer anschauen, belegt er immer noch Platz 3. Im Vergleich zu früher sind die Zahlen aber deutlich besser geworden. Und ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Was sagt ihr zum Thatcher Rework? Wäre das etwas, was euch heutzutage noch interessieren würde? Oder seid ihr ganz froh darüber, dass das verworfen wurde? Man sieht sich beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.